Sie hören schon und sehen sicherlich auch, bei uns geht richtig die Post ab und ich hoffe sehr, Sommergefühle auf, wenn man diese hier so ausgeflippt sieht, unsere Zuschauer. Ich glaube, das wird sich beruhigen, spätestens dann, wenn sie was essen wollen. Aber erstmal sage ich Ihnen, was es zum Essen geben soll. Es wird heute geben, zumindest mal auf dieser Seite, als Dessert einen leckeren Rhabarberstrudel. Dazu gibt es so Streusel oben drüber, ein Rhabarbersorbet und dazu ein Vanilleschaum. Und, ja. Und es wird geben. Es wird geben als zweites einen leckeren Salat aus Spargel, Radieschen, Nudeln und dazu ein richtig schönes, saftiges Rostbeef in dünnen Scheiben geschnitten. Das ist doch was, oder? Also, liebe Zuschauer, Sie können sich schon mal auf zwei gute Gerichte freuen. Den Rest, würde Beckenbauer sagen, schauen wir mal. Auch von mir herzlich willkommen, ganz kurz rüber. Natürlich auch was Fantastisches zu essen. Ich freue mich wahnsinnig heute. Es gibt nämlich, weil Johann hat ja mit so einem Messer in der Hand anmoderiert, ja, und ich mache da immer, ja, was könnte es wohl bei mir geben, meine Damen und Herren? Es gibt einen Gurkensalat, aber nicht einen normalen Gurkensalat, nein, einen Forellengurkensalat. Ja, wie das zusammenpasst, weiß ich auch noch nicht, wir gucken mal. Dann gibt es noch was sehr Schönes und zwar einen Rotbarsch mit zweierlei Sesam paniert, in Bütterchen gebacken, in einem heißen Bett aus siedender Butter gebacken. Dazu gibt es frisches Gemüse, knackig gegart. So würde es Johann sagen, bei mir sage ich einfach, lecker. Aber was ist diese Sendung ohne ihn, ohne meine Seerose? Lass mich das Wasser sein für die Seerose, Johann. Johann, wo bist du? Also bevor du irgendwas sagst, Johann, das ist heute Abend eine Verabredung. Ich tue mir eine ganz besondere Freude heute. Was ist das für Verabredung? Ich bin mit mir verabredet. Ich mache mir einen schönen Abend mit mir. Ja? Ja, kriege ich auch keinen Krach. Aber also, wir werden jetzt auch keinen Krach mit unseren Gästen bekommen. Nein. Zumindest ich nicht, weil die Frau kann was, was du nicht kannst. Johann, selbst wenn diese Frau etwas kann, was ich nicht kann, weiß ich, dass mein Gast einer der Gäste ist, die ich als Mensch heute begrüßen möchte. Weil der Mann ist, also ganz ehrlich, wenn ich wiedergeboren werden möchte, dann statt seiner. Dieser Mann ist ein Schauspieler. Dieser Mann sieht gut aus. Er ist redegewandt. Er weiß, worauf es ankommt im Leben. Und ob der kochen kann oder nicht, das ist mir sowas von egal. So, aber was kann die besser als ich? Diese Frau ist der Traum der schlaflosen Nächte. Und das sagt er mir, wo der jede Nacht auf meiner Brust einschläft und den Schnäuzer zwirbelt. Stell dir mal vor, ja, ich liege auf deinem Bauch und drehe am Schnurrbart und ich singe mir dabei ein Lied. Das wäre das Perfekte. Hier ist sie, Anna-Maria Kaufmann. Und Sven Martinek. Sven, weißt du? Schau mal, wenn du dann als ja, ich geboren wirst, dann komme ich ja als du wieder, oder? Ist das dann so? So, jetzt kannst du gleich. Ist das schlimm? Nee, ich weiß noch nicht, ob ich das mit dem Bart so hinkriege immer. Das ist so das Problem. Oh, das geht ganz einfach. Ja? Ja, nee, dann ist der Ruckzuck. In meinem Alter steht der von alleine. So, pass auf jetzt. Also der Schnurrbart meine ich jetzt. Johann ist ja auch wieder geboren. Als? Ja, also als Larva ist er ja wieder geboren. Gott, ja, ja, der klar, ist ja schon etliche Male geboren worden. Und er war sehr lange Zeit Salat. Ja. Er ist aber schnell. Können wir einmal diese Sendung mit einem vernünftigen Gespräch und Inhalt anfangen? Geht das? Oh, sehr gerne. Dann darfst du zwar wieder, nicht mehr mit mir anfangen, aber ist in Ordnung.
Lieber Sven, ja. Fangen wir die Sendung vernünftig an. Ja. Magst du Forellen? Ich mag alle Arten von Fisch, glaube ich, ja. Das ist schön. Heute gibt es zweierlei Fisch bei mir. Hast du schon mal Gurkensalat gemacht? Habe ich schon mal. Kann glaube ich ja. Was also, was ist das? Es ist schön mariniert. Es riecht unglaublich. Und es ist noch nicht, vor, noch nicht mal gekocht. Oh, hast du das mitgebracht? Nee, es war im Kühlschrank. Aber sehr gut. Das ist der richtige Gast. Da, nein, nein, nein. Jawohl. Ja. Sven, komm her. Ja. Jetzt petze ich. Was? Hier kannst du nämlich zumachen und aufmachen, so, ja. Siehst du. Und jetzt ganz ohne Quatsch. Das ist Johann Lafers Handtasche. So geht er damit, ja. Nur damit du weißt, mit wem ich hier arbeiten muss. Komm, Sven, wir gehen jetzt die anständige Gespräche führen. Richtig. Bitte schön. Ja, hier von der Seite. Kannst du schon mal die Gurke vorbereiten zum Salat? Also ich werde die erstmal halbieren, ne? Ja, ich würde sie halbieren. Ja. Eine Seite würde ich schön schälen. Längst halbieren, entkernen. Ja. Die andere Seite hobeln wir nachher mal ganz am Stück und schneiden sie hauchdünn. Okay, wo mache ich hier das, den Rest hin? Guck mal, hier unten drunter ist ein wunderbarer Mülleimer. Ich kann dir aber ein Schüsselchen geben. Ja. Sven, kochst du zu Hause auch? Ich koche ab und zu und das auch sehr gerne, ja. Ich mache das sehr gerne sogar. Ja, aber meistens nur, wenn Gäste da sind. Für mich alleine koche ich sehr selten. Das heißt, du lebst alleine? Ja, ja. Sven. Das heißt, du lebst manchmal alleine. Ich wusste nicht, dass es gleich so intim wird. Ja, das habe ich auch nicht erwartet von Johann, weißt du? Aber weißt du, wenn ein Mann auf meiner Seite ist, der so aussieht, der das kann, die Ausstrahlung hat, wird Johann immer so ein bisschen komisch. Ne? Stimmt's, Johann? Mhm. Was probierst du schon wieder? Halt jetzt einfach mal die Klappe. So, was ich jetzt hier probiere, ist erstmal braten hier das Fleisch an. Und zwar das Fleisch ist mariniert mit Thymian, Rosmarin, Knoblauch, kleingehackt. Halt doch mal die Klappe, Mensch. Zeig doch einfach, dass du kochen kannst. So, wird jetzt schön angebraten in Olivenöl oder Butterschmalz. Und hier ist Rhabarbersorbe, Horst. Magst du Rhabarber? Mag ich. Wo fährst du eigentlich in Urlaub hin jetzt dann? Also Urlaub werde ich dieses Jahr, glaube ich, machen mit meinem Täubchen, einen Teil in Kroatien und einen Teil zu Hause, weil da ist es ja doch immer am schönsten. Sven, ja? Bist du so ein Urlaubsmaniac? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin auf keinen Fall so ein Strandmensch. Das kann ich nicht, ich muss immer irgendwas machen. Also ich bin aber auch dadurch, dass ich immer so viel unterwegs bin, bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich mal zu Hause bin. Ja. Das ist so. Obwohl, du kannst ja schöne Sandburgen bauen am Strand. Ja, ne? Aber die müssen dann schon groß sein, damit ich ein bisschen ausgepowert bin. Wo fährst du hin denn, Johann? Das weiß ich nicht. Ich werde das mal meinen Gast fragen, wo der hinfährt. Wo fährst Wieso du fragst du denn dann mich? Wo fährst du hin? Du sollst den Kopf nicht schälen, gell? Nur hinten den Teil da. Ja, das erste Mal, wo ich Spargel gemacht habe, habe ich es gar nicht geschält. Und dann? Weil ich aus Kanada komme und grünen Spargel schält man nicht. Also, und ich kannte diesen nicht. Und hast den Spargel gegessen, so ohne zu schälen? Es ging nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wo fahre ich hin? Ich fahre, glaube ich, ups. Wo fährst du? Ich glaube, ich fahre nach Kanada. Nach Kanada? Ja. In deine Heimat? Mhm. Was ist da anders wie hier? Ganz mit dem großen Messer, bitte. Es ist die Weite. Es ist ein Riesenland, Kanada. Ja. Und ist auch wunderschön. Und also einfach, dass man vielleicht 5 Stunden auf dem Fluss in ein Kanu eine Fahrt macht, ohne irgendeinen Mensch zu sehen. Vielleicht irgendein Tier. Ja, aber fährt da jemand mit dir mit oder fährst du alleine? Ich fahre mit Freunden dann. Mit Freunden, okay, gut. Ich mache jetzt hier erstmal für dich die Nudeln ins Wasser, ja? Die werden jetzt hier kurz nur gekocht, weil daraus machen wir dann einen Salat. Also eine Art Nudelsalat mit Radieschen und Spargel. Das war ein sehr schöner Übergang, Johann. Vom Kanufahren aufs Wasser für die Nudeln. Toll. Super. Das siehst du mal, Horst, wie viel ich mir gedacht... Na, wie endet der Satz? Wie sehr er ist noch am Überlegen, weil das ist jetzt spontan, der Rest war eingeübt. Ja, ja, ich mache mir wirklich Gedanken über alles. Soll ich das da rein tun? Im Mülleimer, ja, bitte. Jetzt sagt ihr aber, dass man nicht die dünnen Schalen kocht. Das dicke davon ist der Spargel. Ja, ja, das weiß ich schon. Hallo? Aber ich würde auch mal nach Kanada fahren, wenn ich dich dann 5 Stunden nicht sehe. Ja.
Oh, guck mal, wie schön. Harald, darf ich mal zeigen, was ich hier einen Mann an meiner Seite habe? Ich habe ihm gesagt, er soll einfach entkernen und entschälen und dünne Scheiben schneiden. Und was macht er? Perfekt. Ganz ehrlich. Ja. Sven, das ist nicht so üblich. Ne? Ich habe schon Leute auf meiner Seite gehabt. Denen habe ich gesagt, die sollen was schneiden. Da wusstest du nachher nicht, was passiert ist. So. Ja. Ich würde sagen, was ich für meinen Gast an meiner Seite habe, wie toll die den Spargel geschält hat. So, genau, solche Stücke schneiden jetzt, gell? Weißt du, das ist so, als wenn ich dich schon gelobt hätte, wo du nur die Gurke schälst. Du hast übrigens auch geschnitten. So, jetzt hobel die mal schön. So. Ich habe mir übrigens gerade die Panade fertig gemacht, weil du so gerne Fisch magst. Ja. Ich mache heute Rotbarsch. Ja. Und der wird jetzt nicht einfach nur gebraten, wie man es so kennt, sondern er wird schön in Mehl. Und hier habe ich Ei, aber ins Ei habe ich geriebenen Ingwer reingetan. Dadurch bekommt es einen sehr schönen Geschmack. Und hier habe ich wunderschön, guck mal da. Ne? Sesam, wunderbar. Und zwar verschiedenfarbigen, wird nachher schön ausgebacken, knusprig, dass der Fisch innen saftig ist. Schmeckt fantastisch. Vorgeschnippelt habe ich mir schon so ein bisschen Gemüse. Ja. Paprika, Lauchzwiebel, Sojasprossen, ein bisschen Chinakohlsalat hier. Das wird nachher kurz angeschnitten. Ah, okay. Genau, sehr, sehr lecker. Sag mal, so, ich du jetzt bist am ein Mensch, der als Schauspieler... Bitte? Ich jetzt am Hobeln. Ich am Hobel. Ich jetzt an Hobel. Das sag mal, bei dir hört man ja überhaupt nicht, wo du herkommst, ne? Nee, das ist immer, wenn ich entspannt bin. Also? Ich kann natürlich auch anders sprechen. Brauchst du aber nicht. Ah, du hast schon geschafft, guck mal. Hast du geschafft? Mhm. Ich habe dir vorher noch gesagt, wenn du kräftig genug drückst, ist er weg. Ja. Und ich hab drauf gehört. Warte mal, wir haben aber traumhafte Assistentinnen hier, die nichts anderes machen, wie Pflaster bringen. Guck mal, der Halt, ja. Nee, nur so ein ganz kleiner. Guck mal, Johann, wie schön. Fertig, danke. Alles gut, super. Also solche. Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst, jetzt wo Sven das gesehen hat. Nicht, dass er sich jetzt so richtig in die Hand klopft. Dankeschön. So. Soll ich eine Pfanne nehmen? Ja. Hast du den vorderen Sven, du müsstest mal sehen, wenn du in Ohnmacht fallst. Und du musst mal die Nudeln noch gucken. Die Nudeln sind. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, super. Noch mehr schneiden. Noch mehr. Wenn du übrigens möchtest, Johann, hast du ein bisschen Zitrone übrig? Ja, gerne. Sehr gerne. Dankeschön. Für dich würde ich sogar einen Baum pflanzen. So. Wir machen jetzt erstmal hier die Füllung für den Rhabarberstrudel. Und zwar habe ich da gemacht, indem ich Quark, Zucker, Vanille, Rhabarber, Mandelgrieß und Zitronenschale gemischt habe. Hier mache ich jetzt Streusel, Zimtstreusel, Zimtpulver, Mehl, Butter und Zucker. Wird jetzt hier einfach schön so verrührt. Und dann machen wir gleich so einen Strudel, wenn der oben mit Streusel bestreut. Lecker. Magst du sowas? Ja, ich liebe das. Und in der Eismaschine haben wir Sorbet, Rhabarber-Sorbet. So ein Sorbet ist ja auch was Schönes, ne? Der gibt ja mal gar nichts. Super lecker, oder? Sorbet, wenn das richtig schön gemacht ist, Johann, Träumchen. Mhm. Und aus deiner Hand, mein Gott im Himmel, das gefriert vorher von alleine. Damit es richtig schmackhaft ist. Also meinst du, gut, so, jetzt da. Ja. Brauchen wir Strudelteig als nächstes und dann machen wir erstmal den Rhabarberstrudel. Sven, wenn man so berühmter Schauspieler ist wie du, wie ist er im täglichen Leben? Wird man auf seine Rollen begrenzt? Kommst du irgendwo hin? Gut, die meisten sprechen mich natürlich immer noch auf den Clown an, obwohl das schon 10 Jahre her ist. Ja. Aber ich finde das schon spannend, weil das ist ja, das war ja halt ein großer Erfolg und den Leuten hat es ja offenbar gefallen. Und das geht so durch alle Generationen eigentlich. Nee, ich freue mich natürlich drüber, weil es wäre ja schlimmer, als wenn die Leute mal wegrennen, wenn sie mich sehen. Stimmt. Also, ja, bei mir ist das ja ähnlich. Weißt du, immer wenn ich irgendwo ankomme, schreien sie auch, guck mal, da kommt der Larver. Weißt du, jedes Mal. Schön war auch für mich gestern am Flughafen in Frankfurt, kommen zwei so junge Typen. Ach, Sie sind doch der Herr Schubeck. Ich habe mich einfach umgedreht und bin weggegangen, kein Kommentar. Aber ich hatte das auch mal irgendwie bei so einer Veranstaltung, glaube Formel 1 oder wo das war, da kam einer, der hatte aber schon ein kleines Ding am Dachboden. Der stand so vor mir und sagte... Das ist aber ein schöner Ausdruck, darf ich den klauen? Der sagt, ja klar. Der hat ein kleines Ding am Dachboden.
Klauen kann man bei mir immer. Aber das Ding ist so, der stand dann vor mir und sagte, ich kenne dich irgendwoher. Jürgen Prochnow, Cobra 11. Ja. Ich habe ihm 100 Punkte gegeben und bin gegangen. Ja. Ja, ich bin da ja anders, weil mich erkennen sie dann ja nachher trotzdem und sagen, ah, nee, Entschuldigung, Sie sind ja der Herr Lecker, ne? Und dann ist er... Anna-Maria, gibt es bei dir auch? Ich werde manchmal gefragt, ob ich verwandt bin mit Christine Kaufmann. Und, und jetzt gibt es Jonas Kaufmann. Und, also es gibt viele deutsche Künstler, also überhaupt, die Kaufmann heißen. Okay. Sag mal, das hier mit dem Schneebesen? Das kannst du gerne mit dem Schneebesen rühren, ja? Warum nicht mit dem Löffel? Was da drin ist. Und abschütten? Ah, gut. Da ist jetzt, natürlich, da ist ja Dill ist drin, fein gehackter Dill, von mir fein gehackter Dill. Ja. Dann jetzt fängst du an wie Johann. Der holt sich auch für alles Applaus ab. Ja. Guck mal, dafür gibt's wirklich Applaus, weil ich mache jetzt hier einen leckeren Rhabarber. Jetzt lass ihn doch mal ausreden, Mensch. Entschuldigung. Mal, zack, wirkt er macht doch gerade eine Rolle. Nee, ist gut. Mach jetzt weiter. Nee, aber hier ist noch bunter Pfeffer, nicht von mir gehackt. Dann sind Kapern drin. Hast du die gehackt? Die Kapern? Ja. Nö. Die muss sollte man aber hacken. Ja, dann hack ich noch ein paar nach. Und dann ist hier. Ich glaube, die Dame da raus. Das war Quark. Ich finde ja so grob ganz lecker. Machst du noch Salz und Pfeffer rein? Habe ich doch schon. Hast du schon drin? Also ich muss sagen, ich bin stolz auf dich, weil ich sehe, dass du gerade in 20 Minuten es geschafft hast, einen Teil vom Gurkensalat zu machen. Das ist großartig. Schau mal. Hast du den Johann irgendwo gesehen? Er war da gerade noch da, oder nicht? Nee, aber der weiß nicht, wie stark du bist. Wenn du möchtest, kannst du ihm auch zeigen, wie stark ich wäre. So. Jetzt kannst du den Spargel anbraten. Ja, ich weiß, dass ich so zahm bin. Also wir zeigen jetzt noch mal ganz kurz den Zuschauern, dass es in dieser Sendung auch was zum Essen geben soll. Indem wir erstmal... Ja, können wir einen Applaus dafür haben? Damit der Strudel schön blättrig wird, ja, nimmt man immer zwei Blätter und macht zwischen dem einen Blatt und dem anderen etwas Butter. Und dann kommt da drauf diese Rhabarberfüllung. Damit der Butter hat er von mir. Butter? So. Ich liebe auch Butter. Ich bin auch ein Butterfan. Und jetzt werden wir dann gleich... Du liebst auch Butter? Ja, total. Sag mal, Sven, du machst Yoga, ne? Was mache ich? Yoga. Ich auch. Ja, ja. Du auch? Ja. Wir können doch mal einen Sonnengruß hier machen. Kannst du Yoga-Sonnengruß, kannst du das? Ein Sonnengruß? Kannst nee, du mach mal. Da haut mach unsere mal, Mikrofonanlage auseinander. Frau Kaufmann, mach mal, komm. Ein Sonnengruß. Da muss ich auf den Boden gehen. Ja, bitte. Kannst du da vorne hier kommen? Ich komm mit. Komm, komm, wir gehen beide auf den Boden. Moment, ich mach hier mal klein. Mach ich zusammen. Ein Sonnengruß? Komm mal mit. Wir gehen nach vorne hin. Du machst vor. Ich hab einen Johann, komm. Warte. Also ich... Versuchen wir das mal. Ich kann das, ich kann das. Ich auch. Ich auch. Wir können das. Ach, der feine das Herr Lafer kann Johann. Was Moment. Na, wie fangen wir an? So. Guck mal. So weit auseinander hier. Ja, alle rüber da. Komm. Sieht so ein bisschen aus wie bei YMCA. Ja. So, jetzt anständig. Ja. Weit auseinander. Wieso schauen wir da gegenseitig? Weiter auseinander. So. Also. Langsam, langsamer muss das gehen. Genau, wir müssen erst mal runter, genau. Ja. Oh, der tut bestimmt weh. Zweite Bein. So. Drücke. Ab. So. Und Horst? Ja, Horst, wir sind jetzt entspannt. Das war ein Sonnengruß. Hoi, hoi, hoi. Wie sieht denn ein Mondgruß aus? Der schwieriger. Ist andersrum einfach. Andersrum? Klar. Das heißt, da liegst du und kommst dann hoch. Richtig. Ich werde übrigens das Gemüse, welches hervorragend von mir in Julienne geschnitten wurde. In was? Das Julienne. Wer ist das? So heißt dieser Schnitt. Warum heißt der Julien? Weil sich das irgendein großer Koch ausgedacht hat, dass das so heißt. Aha. Ja, und diese Gemüse-Julienne werde ich gleich in zweierlei Öl anbraten. Ja. Und zwar habe ich hier einmal ein Sesamöl und ein wunderbares Sonnenblumenöl. Julienne ist übersetzt auf Deutsch
feine Streifen. Ah, okay. Also kommt aus dem Französischen. Man könnte es auch sagen. Und jetzt weißt du auch, wenn Julien kleiner Streifen heißt, ja, warum Johann von seinen besten Freunden Julien gerufen wurde. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal einen Anzug kaufe, so wo ich sage, ich möchte den gerne in Julien haben, dann kriege ich also einen fein gestreiften Anzug. Ja. Bitte schön. Mit viel Glück. Sag mal, ich finde eure Kombinationsgabe außergewöhnlich. Ja, wir. So. Weil wir verdammt klug sind. Tja, was man kann, kann man, ne? Richtig. Guck mal hier. Ein Strudel, Anna-Maria. Mit Streusel obendrauf. Guck mal da. Jetzt... Genial. Oh, super. Naja, wenn du jetzt da rein. Guck mal. Du kannst ruhig alles rein. Okay. Was ist in diese Streusel drin? Zimt, Butter, Zucker und Mehl. Zimt, jetzt... Zucker, Mehl. Genau, jetzt kommt noch die Butter drauf geträufelt, dann wird das Ganze gebacken. Guck mal hier, wie schön saftig. Oh. Ich hab so einen Hunger. Oh, furchtbar. Was ist das hier nochmal, Johann? Das sind Zimtstreusel. Zimtstreusel, die werden gemacht? Zimt, Zucker, Mehl und Butter. Zimt, Zucker, Mehl, Butter. Butter. Ist das gut jetzt? Lecker. Noch ein bisschen mehr braten. Was ist in dem Strudel nochmal drin? Da haben wir auch nicht aufgepasst. Nee, ich hab nur das... Da waren wir eben am... Was ist drin, Johann? Auch Julien. Kannst du nicht nochmal einen aufrollen? Da ist drinnen. Lass mich raten, Johann. Ja. Julien vom Rhabarber. Dachte ich, fühl mal am Holzbrett, vielleicht hört mir noch was ein. Nee. Ist weg. Schade. Hoi! Hey! Ah. Ich war das nicht, ich Johann. Ich war's. Nicht schlimm jetzt, komm, Bill Apfel ist immer dabei. So. Mmh. Guck mal, da kann man mal sehen, dass man Spargel hervorragend braten kann. Bei ganz wenig Temperatur in Butterschmalz. Und jetzt machst du dazu die Radieschen. Guck mal, so richtig schöne Radieschen, kleine. Die großen musst du vierteln, die kleinen nur halbieren. Machen wir jetzt einen richtig schönen Salat, ja, einen ganz leckeren Salat. Soll ich alle aufschneiden? Ja, kannst du mich alle machen. So. Schneidet euch alle auf, ich brauche morgen welche für zu Hause. Hat Johann auch schon mal gemacht. Er hat schon mal einen Gast drüben wirklich 4 große Gemüsezwiebeln feine Würfeln hacken lassen und brauchte gar keine fürs Rezept. Der hatte am nächsten Tag Gäste zu Hause. So macht er. Man hat mir in der Lehre, im ersten Lehrjahr, einen halben Tag lang Kümmelkörner spalten lassen. Nee. Hat man dir danach gesagt, dass man das nicht tun muss? Weißt du, wie das geht? Ein Kümmelkorn hinlegen und dann mit dem Messer, mit so einem großen Messer versuchen, genau in der Mitte zu teilen, halbieren. Wenn du machst, klack, spritzt das Kümmelkorn links und rechts vorbei. Du bist nur auf dem Boden und suchst, wo sind die Kümmelkörner. Und wozu ist das gut? Ja, das war nur, um zu testen. Er hat 2 Tage später gemerkt, dass man ihn verarscht hat. Also so. Weil man spaltet keine Kümmelkörner. Das ist wie auf dem Bau, da hat man mir mal gesagt, ich soll mal die Stromabkneifzange holen. So als diese typischen Dinger, womit man die Lehrlinge verarscht, klar. Was ist die Stromabkneifzange? Ja, das weiß kein Mensch. Er würde sie jetzt holen. Ja. Ja, nur wenn er dann einen aus dem Hut zaubert, ist er ja genial. Ja, so ist mein Johann. Aber eine Bekannte von mir, die hat umgeschult. Finde ich einen super Beruf als Altenpflegerin. Ja. Finde ich einen ganz tollen Beruf. Ja. Aber die ist auch am ersten Tag verarscht worden. Ja. Die haben so losgeschickt, sie möchte doch bitte bei den Herrschaften die Zähne holen zum Reinigen. Was holen? Nee. Sie hat sie alle geholt, hat sie auch alle gereinigt. Aber keiner wusste mehr. Bei der Rückgabe gab es ein Problem. Aber du hast doch. Aber Johann war auch da. Er hat sich die schönsten ausgesucht. Das sieht super aus. Sag mal, du hast doch in Hamburg hier 3 Jahre warst du die Hauptdarstellerin von Mando und der Opa, ja? Ich habe das neue Flora mit Peter Hofmann eröffnet. Genau, das war ja
1992. Wenn ihr jetzt mal so Hamburg vergleichst mit allen anderen Städten, die du kennst, auf dieser Welt, wo du auf allen Bühnen zu Hause bist, wie gefällt dir Hamburg? Hamburg ist eine der schönsten Städte der Welt. Vor allem, wenn die Sonne scheint, muss man wirklich sagen. Dann bist du irre geworden. Ich wollte ihn kaputt machen. Warum? Ich wollte mir das Kostüm für Phantom der Oper machen, weißt du, eine Seite zu. Aber sag mal, könnt ihr euch mal vorstellen, das ist ja, ich bekomme wirklich Schmerzensgeld. Mit dem zu arbeiten, das hätte ich nicht aus. Und ich lerne ja jetzt Altenpfleger, damit ich Johann weiter durchziehen kann. Da versucht er doch den Teller kaputt zu schlagen, sag mal, spinnst du? Das ist doch irre, der Mann. Ja, Johann, kennst du das nicht? Ja, gut, ich kenne alles. Mal, bleiben die nur in der Pfanne oder kommen die dann auch noch in den Ofen? Oder? Die kommen noch in den Ofen. Ah, ja. Ja. Aber guck mal, wie schön die Panade von den Sesamkörnern hält. Lecker. Und da musst du natürlich ein bisschen aufpassen mit der Temperatur. Machst du das zu heiß, dann geht ruckzuck ist der Sesam verbrannt und der Fisch kann nicht mehr garen. Aber hier siehst du, der ist jetzt richtig schön fest dran, gibt eine wunderbare Kruste. Ja. Und das schmeckt nachher sehr, sehr lecker. Vor allen Dingen, wenn das mit dem Gemüse nachher auf den Teller kommt. Also macht man das so mittlere Stufe? Ja. Ja. So, jetzt noch mal. So, und gerade mit der Ingwer im Ei hast du einen sensationellen Geschmack. Magst du mal probieren, ob das gut ist? Ja, komm, probieren. Aber schon mehr Eigenlöffel, schon mal klein. Frisch. Das ist ein frischer Eck. Ah, ja. Und das ist Olivenöl. So, wir machen jetzt einen schönen Salat. Und zwar Nudeln gekocht, Radieschen, Spargel gebraten. Dazu kommt jetzt Creme fraiche mit Senf und Walnussöl verrührt. Ja? Dann kommt rein sehr viel Schnittlauch und Zitronenschale und Saft. Ich schneide den Schnittlauch schon mal, ja? Zitrone, lieber sauer. Was, musst du telefonieren? Ja. Sebastian Riedel rufe ich an. Wer ist das? Die haben ein Foto von uns. Die haben ein Foto nicht von uns, sondern die haben uns ein Foto geschickt. Warte mal, Johann, hältst du mal gerade fest? Warte, ich wollte das Foto. Ach so. Aber red nicht mit ihm. Wo ist mein Foto? Mein Foto ist weg. Hallo? Johann, hast du mein Foto? Hier spricht die deutsche Kelle. Komm, Moment, Sie werden gleich verbunden. Sekunde. Hier ist Horst Lichter von Laferlichter Lecker am Apparat. Ja, hallo, hier ist Sebastian. Ich grüße Hi. Euch. Hallo. Das Foto hat er uns geschickt. Richtig, ja. Sag mal, das kenne ich irgendwo her. Wer bist du denn davon? Ich sitze hinter der Kamera. Du stehst hinter der Kamera? Richtig. Das kann man jetzt gar nicht auf dem Foto erkennen. Nee. Ah, hier, ja, jetzt sehe ich dich, ja. Sebastian, was kann ich denn für dich tun? Ja, wie ihr seht, sind wir bei den Pfadfindern. Wir sind gerade wieder auf dem Lager. Und wir müssen ja auch immer kochen für ganz viele Leute. Stimmt. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir über dem Feuer kochen müssen, die Sachen immer noch transportieren müssen. Also darf es nicht so schwer sein und es muss allen schmecken. Habt ihr da einen Tipp für uns? Ja, der Herr Lafer, der macht ja mit seinem Helikopter auch Picknicks. Oder? Ja, dann kann er gerne kommen. Also ich kenne es jetzt von mir nur so, was wir natürlich unglaublich gerne gemacht haben, früher am Lagerfeuer, war eine Kartoffel einfach schön in Alufolie reinschmeißen, wenn Feuer runter ist, dann hast du die leckeren Kartoffelchen gegessen. Du kannst natürlich auch, was ganz tolle Idee ist, habe ich von Johann gehört, du sollst dir fertig einen Pizzateig mitnehmen und da kannst du dann schön Gemüse reinpacken oder Obst und legst das am Feuer, schön auf dem Grill, Alufolie drunter, damit es nicht verbrennt und dann hast du wie so eine Pizza Calzone, stimmt's Johann? Noch besser ist. Moment, ich gebe ihn mal, sonst hörst du ihn ja nicht. Weißt du, der denkt immer, das geht so über die Luft. Da reinsprechen. Servus, nochmal. Noch besser ist, wenn du zu Hause eine schöne, kräftige Bolognese-Soße kochst, die mitnimmst und so einen fertigen Pizzateig dann also einfach einschlägst in den Teig und dann Alufolie auf dem Rost legen und dann diese Calzone, diese gefüllte Pizzatasche einfach backen. Die schmeckt super lecker, ist sehr, sehr nahrhaft und ist ganz was Besonderes. Super, ja. Ja? Und wenn ihr mal ein bisschen älter seid, dann habe ich noch einen Vorschlag. Dann nehmt ihr einfach eine Bierdose, die trinkt ihr vorher leer. Dann steckt ihr ein Hühnchen drauf und dann grillt ihr das Huhn auf der Bierdose. Das sind Kinder, Johann. Ja, macht nichts. Die werden auch erwachsen. Ja, besoffen erwachsen. Du kannst auch eine Cola-Dose nehmen, ja? Ja. Aber die Cola vorher austrinken, wenn es geht. Dann schmeckt das Huhn komisch.
Also, schöne Zeit für euch. Dankeschön. Und grüßt mir alle im Taunus. Ja, danke schön. Grüße. Tschüss, servus, ciao. So viel Zucker? Ja. Das dazu? Alles dazu, ja, genau. Das soll nicht abgeschmeckt. Ansonsten ist das Dressing schon sehr lecker. Ich mag ja, weißt du, wenn du so einen Quark-Joghurt-Dressing machst, mit frischen Kräutern drin, super, ein bisschen Säure dazugeben. Und gerade beim Gurkensalat sehr lecker. Gurkensalat kenne ich von meiner Mama und von meinem Schatz. Und die haben die Gurken geschert, geschnitten. Und dann haben die erst in Salz eingelegt, damit ein bisschen Feuchtigkeit rauszieht. Dann schmeckt der nachher sehr lecker. Man darf da nur nicht mehr so viel Salz in die Soße machen. Okay. Sonst geht das Ding nach hinten los. Ja. So, wir lassen jetzt mal Fachleute probieren, ob es wirklich so schmeckt, wie ich das gerade empfunden habe. Lass mich noch mal probieren. Ja. Noch die Sonne fehlt. Ist gut? Hey, ist krass gut, weißt du? Ist gut gemacht, nicht? Hey, weißt du, kannst du voll krass so geben? Kannst du als Suppe essen oder Joghurt? Weißt du, musst du nichts machen. Lass die Gurken weg. Hey, weißt du, Kack auf Gurke, weißt du? Ja. Das ist gut. Ja? Weißt du, wer braucht Gurke? Gurke ist für Mädchen. Ich nur manchmal. Weißt du, brauchst du nicht? Ja. Also, Horst, möchtest du mal probieren hier? Vorher. Hey, kannst du voll essen hier. Ah. Mhm. Kaufmann, krass lecker, wa? Und was isst man dazu? Gurke. Sehr gut. So, wollt ihr mal den Salat probieren hier? Ja. Kommt mal bitte. Ja. Ach komm, jetzt muss er wieder eine dicke Hose mit Radieschen. Machen, wo ist denn der Salat? Hier. Ach, hier. Ah. Oh. Habt ihr einen Löffel? Ja, warte. Frau Kaufmann, was ist denn hier? Ich hab Gäbelchen. Was ist denn da alles drin? Da ist Spargel, Radieschen, nein. Pasta, dann Sahne, Senf, Öl, Walnussöl, Salz, Pfeffer, irgendwas Geheimes. Ah, da kommt's wieder. Ich glaube, das ist Ingwer. Ingwer? Kann das sein? Nein. Nein. Ist geheim. Knoblauch. Der heißt ja nicht Schubeck. Knoblauch, guck mal. Das ist ein Salat, jetzt mal ganz im Ernst, Spargelsalat mit Radieschen und Nudeln. Wie schmeckt der? Also ich hatte jetzt eine Nudel, die Nudel schmeckt richtig nach Nudeln. Wahnsinn, oder? Oh. Merkst du auch, die Nudel so nudelig, ne? Mm. So lecker. Ja, ja. Mm. Sehr lecker. Ich werde das zu Hause auch versuchen. Ich auch. Du auch? Weißt du, was schade ist? Was denn? Ich finde nichts auszusetzen. Das glaube ich. Ärgert mich jetzt so ein bisschen. Hab ich mich gewundert, warum du so ruhig bist. Ja, weil es einfach lecker. Ja. Ja. Und nur noch toll. Hübsch. Also hübsch und lecker. Lass mich noch mal probieren. Wobei die Nudeln, die kommen wirklich gut rüber. Die kommen richtig. Ja? Ja. Die kannst du auch als Ganzes schlucken. Das ist das Tolle. Vor allem, wenn du dann so ein bisschen sparst. Weißt du, was ich eine tolle Idee bei dem Salat fand? Die Nudeln. Ja. Und da hat man den Spargel geschnitten hat, das wäre jetzt ganz blöde geworden. Komm, wir gehen mal aus dem Feindgebiet wieder raus. Ja. Ich muss wissen, was wir jetzt mit den Gurken machen. So. Bisschen von dem Salat klein geschnitten. Gurke. Ja, hier von nehmen wir auch noch ein bisschen Gurke rein, weil das ist wichtig. Ein bisschen verwärmen wir uns gleich zum Dekorieren. Mhm. Und jetzt nimmst du 2 Drittel der Soße und mixt das schön unter. Okay. Ja, aber vorsichtig, nicht kaputt drücken. Und dann kannst du dich an die Forelle machen. Bei mir. Die Forelle, nee, kannst du ruhig schütten, da geht schneller. Aber ein bisschen verwahren noch, gleich für die Dekoration. Ne? Ich kümmere mich mal kurzfristig um mein Gemüse wieder. Jetzt kommen die Sojasprossen dazu. Und der Salat. Ich habe übrigens hier gewürzt mit ein bisschen Sojasauce. Also erstmal die zweierlei Öl. Ein bisschen Sojasauce dazu. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann wird jetzt nur noch der Chinakohl untergehoben, damit der Ganze schön knackig ist. Und bunt. Der Fisch ist im Backofen, bei 80 Grad, nur mal ganz kurz zum Nachziehen. Wie lange ungefähr? Was? Wie lange bleibt er dann da drin? Bis ich hier fertig bin. Also so? Ja. Weil ich richte mich da so ein bisschen nach der Sendung auch. Ach so, okay. Wenn die Sendung fertig ist, hol ich raus. Ja. Was? Ja, in 4 Minuten ist fertig. So. Wir werden jetzt gleich anrichten, und zwar wir fassen mal zusammen. Bei mir gibt es hier ein Sorbet. Das ist wunderschön schaumig. Guck mal hier. Rhabarber-Sorbet. Komm mit deiner Kamera, zeig es mal den Zuschauern hier. Mm.
Hier gibt es Rostbeef. Guck mal hier, schön in der Kruste da. So breit schneiden. Schön. Und hier oben gibt es den Strudel. Also, und das in 35 Minuten. Ja. Lass den Teller. Ja. Kannst du gleich schön anrichten, ne? Jetzt müssen wir sofort Sabayone schlagen. Steckst du dann bitte schön schaumig. Ich mache den Sünder das andere noch anrichten, gell? Und zwar erstmal machen wir den Salat auf dem Teller, da mit dem Treviso-Salat. Und zwar Milch. Das ist Sabayone? Das ist jetzt hier nichts anderes wie Pflaumenwein. Melisschote, Zucker und Eigelb. Ich mache jetzt den Salat hier drauf. Guck mal. Das hört sich aber auch gut an, Johann. Was? Ja, so einfach so. Ich wollte dich mal loben. Ich habe zwar nichts verstanden, aber sehr lecker hört sich das an. Sag mal, als Kommissar, kann man nicht ja, so eine jetzt wo ich hier uns nee, als nee, Köche nee. Sehe, ja. Gibt ja meistens dieses Gespann. Böser Bulle, lieber Bulle. Was bist du lieber? Böser Bulle oder lieber Bulle? Ah, bin ich lieber böser. Böser? Ja. Ich finde böse immer viel interessanter. Stimmt, Johann ist ja bei uns auch mehr der Liebe. Ja. Ja. Weil da kann man sich viel besser austoben. Ja. Mache ich den Salat auch auf so einen Teller? Was? Ich hatte dir einen hingestellt. Ah, danke. Johann? Probiert mal. So. Probier mal, du hast mir in der Zwischenzeit alles verbrennt. Probier mal hier. Das Sorbet, das ist wirklich Gaumensex. Probier. Oh mein Gott. Guck mal hier, und das, deswegen liebe ich Johann so. Deswegen? Wenn er mir was mitmacht zum Probieren, dann kriege ich auch eine anständige Portion. Oh. Oh, das sieht gut aus. Sag mal. Na, für mich. Warte mal, ganz nur einen kleinen. Guck mal hier, so eine kleine Ecke. Oh, der ist auch wirklich lecker. Oh. Ne? Oh. Ja. Guck mal hier. Wahnsinn. Wahnsinn, Johann. Und da hast du jetzt wirklich Rhabarber drin, ne? Das sieht unglaublich aus. Ja, das kann ich bestätigen. Wirklich? Auf die Idee muss man alleine kommen, weißt du? Ein Rhabarberstrudel und dann ist er auch noch da drin. Herrlich. Da hat er was drauf. Ne? So. Ups. Guck mal, kann man das so gelten lassen oder ist jetzt so viel Fisch drauf? Ja. Tja. Also ich sag mal so. Das ist wie Mensch, ärgere dich nicht spielen. Ne? Du hast vier Ecken und dann kannst du da durchlaufen. Also ich sag mal so, wenn man nur essen möchte, ist das super. So. Und da machen wir jetzt noch was von der Soße drüber, richtig? Richtig. Damit das hübsch wird. Oder so drumrum. Kannst du auch machen. Die Sterneköche verlieren das ja immer drumherum. Die unterschreiben ja mit der Soße. Bitte was? Ihr unterschreibt mit der Soße. Ja, klar. Am Anfang, als ich das erste Mal bei Larve essen war, bekam ich so einen Teller. Da habe ich gedacht, wenn das Johann sieht, gibt es hier Ärger. Da habe ich den Teller sauber gemacht mit der Serviette. Und da war er. Das sauer. War falsch. Hast du die Unterschrift verwischt? Nee, das war die Soße. So, jetzt machen wir da drauf noch eine schöne große Kugeln Sorbet. Guck mal hier. So, eine hier und eine noch daneben. Oh, er kann kochen. Unglaublich. Und jetzt kommt der große Moment des Rostbeefs, ob das in Ordnung ist. Weil das ist nämlich nicht einfach, in der kurzen Zeit Rostbeef zu braten. Guck mal, vorher schon die Entschuldigung. Ja, es ist nicht einfach, in der kurzen Zeit einen Rostbeef zu braten. Lass mal fühlen, Johann. Du, aber was ist denn jetzt mit unserem Dessert? Wie Dessert? Du machst so. Vorspeise. Ach so. Sieht gut aus, Johann. Der perfekt. Spannungsmoment. Ich sehe schon. Wirbel, Trommelwirbel. Boah. Warte mal, Johann, lass mal fühlen. Nee, warte. Nee, das hätte noch zwei. Lass mal fühlen. Das hätte noch zwei Minuten länger müssen. Ja, das hat noch Puls, man merkt's. Nee, es ist kein Witz, jetzt sag's, wie es ist. Es ist einfach, die Zeit war ein bisschen zu knapp, aber. Boah, sieht das lecker aus. Ich esse es gerne so. Du isst es gerne so? Toll. Hier drauf, siehst du hier zum Salat.
So. Das ist von der Garungsstufe ungefähr so, als wenn du so einem Vieh auf der Wiese in den Arsch beißt. Nein. So, nimm dein Essen mal mit. Mein Rotbarsch in Sesamkruste ist fertig, das Gemüse ist knackig gegart, der Gurkensalat, stell den ruhig hinter die Blume. Ja. So. Bitte schön. Warte mal. So was zu trinken. Sehr schön. So. Also ich muss dir eins sagen, Horst, was ich nicht gut finde, ist, dass du dein Kopfkissen mit den Knöpfen einfach hier auf den Tisch gelegt hast. So, und jetzt werden sich zu Hause alle fragen, woher kennt er mein Kopfkissen? Bitte schön. Danke sehr. So, Prinzessin. Herrlich. Es war mir ein großes Vergnügen. Toll. Anna-Maria, jetzt singst du zum Schluss noch, bevor wir aufhören, so ein Tag, so wunderschön wie heute, okay? So ein Tag, so wunderschön wie heute. Ja? Komm, lass uns hingehen. Horst, hast du ganz toll gekocht. Danke, Johann. Ne? So lieb warst du ja noch nie zu mir. Lecker. Also, Horst. Und Fisch gibt's auch. Warte, lass mal probieren. Und tschüss, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lava, Lisa, lecker. Und Jo, was sagst du zu diesem fantastischen Salat? Ha? Und ich muss sagen, Anna-Maria. Darf ich auch probieren? Nee. Pass auf. Liebe Zuschauer. Lass uns deine Freundschaft beenden. Ich weiß, wo Johanns Haus wohnt. Anna-Maria, ein Träumchen. Es war mir eine Freude. Jetzt kannst du es sagen. Jetzt sag schon, was du spontan sagen willst. Spontan. Lava, Lichter, aber das ist lecker. Tschüss.